Jo, Peach macht hier immer noch ganz artig Platz oder Sitz, wie auch immer man das bei einer Katze, ich glaube, bei einer Katze kann man es nicht mal so, so nennen, aber wir sind hier wieder bei Super Mario World, nee, 3D World, genau. Ja, wir sind beim letzten Mal in Welt 6.1 oder eher Welt 6 angekommen, einer Wolkenwelt. Oh, das sind ja hier schöne Wassertropfen. Ja, und ich würde sagen, wir springen direkt ins erste, in die erste Welt oder ins... Das erste Level. Denken wieder dran, dass wir zufällig wählen wollen. Es trifft wieder Luigi. Ja. Dann nehmen wir hier einmal die Münzen mit. Ach so, ja. Wir müssen irgendwann hier noch den Ausstieg finden. Oben drücken. Bevor der uns hier irgendwelche Probleme machen kann, hauen wir dem einfach eine rein. Fällt dem hier ganz ähnlich. Okay, gut. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man Feuerkugeln auch einfach hier durchschießen kann. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass man hier nicht stirbt, wenn man da weitergeht. Ey, jetzt geht er da nicht von alleine rein, verdammt, ich will da noch hüpfen. Ne, da gibt es nichts. Naja. Nach welchem Prinzip aber gehen die Dinger? Na, ist egal. Gut, dann jetzt ganz wichtig. Cool, ne? So. Mal gucken, wie. Okay, gut, man kommt eigentlich überall auch hin ohne Stern, nur an den Sternen nicht. Also ohne den Bauch. Nein, jetzt habe ich mein Katzenkostüm weggemacht. Ich meine nur, man kommt ohne den Superstern auch zum Ausgang. Nur halt nicht zum grünen Stern. Ja klar, das war hier. Haben wir uns beide gegenseitig fertig gemacht einfach. Dafür muss ich jetzt den beschwerlichen Weg hier nach oben nehmen, ne? Wo noch eine Piranha auf uns wartet, aber die war jetzt auch kein Problem. Ist ja auch frech, wie die hier lang flutschen, ne? Die eben nicht von alleine runter, bitte, danke. Das sieht doch witzig aus, wie Luigi da seine Bahn dreht. Wenn der hier drin ist. Gut, und perfekt den Ausgang wieder erwischt, ja. Mal weitermachen hier. Das ist hier die gleiche Musik wie in irgendeinem der älteren Level schon mal. Ich meine, dass nicht das schlimm wäre oder so. Sollte nur auffallen. Gut. Dann steigen wir mal hier ein und schießen uns dann nach oben. Wow! Wow! Ich dachte, ja, ich wusste nicht, dass der da direkt wieder sich ins Loch oder ins Rohr verpisst. Mensch, der ist jetzt hier gerade fast geschadet. Ah, Mist, ich wollte da noch gar nicht da raus. Gut. Wir leben noch. Das ist schön. So, dann können wir jetzt hier wieder hoch. Ah, ne, wir machen noch eine extra Runde. Klopp, klopp. Dann können wir jetzt hier auch nach oben. Müssen wir sogar. Hoch. Ah, okay, gut, man muss hier ein bisschen aufs Timing achten, aber nur ein ganz kleines bisschen. Die Wolke bleibt zum Glück relativ lang da. Ah, guck mal. Falls man selbst keine Feuerblume hat, kann man einfach ihn die Drecksarbeit für sich erledigen lassen. Haben die sehr schön mitgedacht. Gut, dann werden wir wahrscheinlich hier jetzt gleich unseren... Ah, nein! Nein, warte mal, das sind... Ah, scheiße. Ja, gut. Erstmal war die Steuerung jetzt hier sehr, sehr merkwürdig und zweitens hätte ich mir die Topfpflanze mitnehmen müssen. Verdammt! Lohnt es sich gerade zu sterben? Hatte ich die Halbzeit schon? Bin ich mir gar nicht sicher. Aber gehen wir einfach mal gerade weiter. Wir können uns reinwagen da. Nochmal hoch. Nur zur Sicherheit. Ja, ansonsten müssen wir halt einfach später nochmal hier rein. Ist halt gerade nicht optimal gelaufen. Weil das war nämlich auch die Topfpflanze, was ich da mal erwähnt hatte. Dass man die halt ja mitnehmen kann und das snackt einem dann alles weg, was man vor sich hat. Ja gut, das war schon das Finale. Schade. Ja, wir versuchen mal Toad zu erwischen. Gehen dafür einfach in die andere. Ach so, nee, erwischt man gar nicht. Der freut sich einfach nur. Gut, dann machen wir jetzt hier einen Abflug genau zur Spitze. Ja.
Also für den einen Stern muss man halt da nochmal rein, aber der ist eigentlich auch relativ geschenkt, wenn man sich da nicht so blöd anstellt. Und wenn man weiß, was einen da erwartet, dann sowieso, ne? Ja, aber ist doch ein netter Einstieg in die neue Welt, würde ich sagen. Können wir direkt ins nächste und das scheint ein Gasthaus zu sein und wir haben uns wieder den einarmigen Bandit verdient. Denk dran, wenn du die Minus-Taste drückst und die Karte öffnest, kannst du zu allen Welten reisen. Ja, dankeschön. Ja, das wissen wir doch alles. Gut, dann als erstes hier ein bisschen Glücksspiel betreiben. Vielleicht läuft es ja besser als im letzten Part, wobei hier ein paar extra Leben ja wirklich jetzt egal sind, ne? Ich habe es wieder geschafft, keinen Bonus zu bekommen. Also ich meine, 10 Münzen sind ja ein Witz. Würde mich mal interessieren, was der Jackpot ist. Ob das wirklich einfach nur 4 bzw. 5 Leben oder irgendwie sowas sind. Ich meine, wahrscheinlich mit ein bisschen Timing und so schafft man das wahrscheinlich auch relativ gut hier. Jetzt mal kurz noch die verwunschene Flotte. Schafft man das wahrscheinlich ziemlich gut, das abzupassen. Das hier sieht ja am Anfang schon mal richtig cool aus. Also das mit dem Wasser hier auf dem Bildschirm, das kennt man auch vom Startbildschirm. Wenn man den einfach so ein bisschen laufen lässt, hat man da so 3, 4 verschiedene Einstellungen. Und eine davon, da regnet es auch. Das ist ein bisschen wie so eine Tech-Demo, ja. Kann man sich hier umbringen? Ja, gut. Dann wissen wir das jetzt zum einen und zum anderen sind wir jetzt wieder groß. Ja. Taktikfuchs bin ich, ja? Gut. Dann haben wir hier gesehen, geht's hier schon lang, aber ob es da auch was gibt. Flipschig ist es auf alle Fälle und es war scheinbar nichts. Und wieder neue Gegner auf. Ah, nee, so neu. Also, neu in dem Spiel auf alle Fälle. Fällst du da runter? Bist du so ein Depp? Nee. Okay, gut, der hängt da einfach. Die kennt man aus Super Mario 64 vielleicht schon. Sind also, wenn es die irgendwie so aus der Lava-Welt sind. Ja, klar. Was ist das? Kann man hier einloggen? Ja, sauber. Punkte auf alle Fälle für. Die Musik. Wow. Das ist ja eine Wippe hier oder sowas. Die Musik hier gefällt mir auf alle Fälle. Das passt so ein bisschen zum Geisterschiff hier. Ach gut, die machen mir gar keinen Schaden. Gut, das zu wissen. Allerdings werden die einen runterschmeißen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn man da das auch macht. Das ist einfach, also wenn man sicher sein will, dann würde ich die Dinger nicht. Ah, jetzt wollte ich doch da weg. Ja. Also ich weiß nicht, ob es jetzt was bringen würde. Wir versuchen mal, die stehen gerade so gut. Ja, und schon stehen sie nicht mehr so gut. Einmal nah da zur Seite. Ach, die schmeißen sich einfach gegenseitig. Ne, die springen einfach so beide runter. Ja. Ah, und perfekt, man wird doch belohnt, indem man einen grünen Stern bekommt. Man hat darauf zwar keinen Hinweis, aber naja, eigentlich, wenn zwei da so rumhocken und wenn man die mit viel Aufwand nur runterschmeißen kann, dann finde ich, sollte es dafür schon eine gute Belohnung geben. Was ja das, was wir jetzt bekommen haben, auf alle Fälle ist. Gut, mit Luigi ist das jetzt hier zum Glück kein Problem. Also, ich weiß nicht, ob das Glück ist oder so, dass wir immer gute Charaktere haben. Oh Gott, Mann, wenn ich jetzt hier vernünftig springen würde, wären wir jetzt auch. Aber es gibt wahrscheinlich hier in einem der beiden direkt was Neues. Nee, ein Stern. Ist nicht direkt was Neues. Gut. Ah, da unten, da unten, da unten. Dann machen wir uns das mal leicht. Erledigen wir alles an Geistern. Und holen uns den zweiten Stern. Ja. Luigi, du bist echt super. Gut, dann können wir jetzt einfach hier rein. Ja, die Geister sollte eigentlich auch jeder wissen, wie die funktionieren, wenn man die anguckt. Boah, ich bin jetzt hier ganz mutig. Stirbt man hier? Nee, es gibt eine Münze. Wow.
Ah, aber wenigstens gibt's sowas wie Secrets. Ich meine, ist ja ganz nett. Wow, oh Gott, jetzt. Ich mach hier einen Abwurf. Ah ja, genau, zu den Geistern noch kurz. Die funktionieren halt so, dass ja, man hier runterspringt. Nein, wenn man denen den Rücken zudreht, dann kommen die halt auf einem zu, oder auf einen zu. Da sind die dann so mutig. Und wenn man die anguckt, dann sind es halt Angsthasen und die rennen vor einem weg. Ja. Ganz heftige Gesellen auf alle Fälle. Ja. Wenn man hier sich ein bisschen Mühe gibt beim Springen, dann kriegt man hier auch den dritten Stern. Und das jetzt hier kurz vorm Schluss muss man die beiden jetzt erledigen, um hier weiterzukommen, oder was? Da gibt es hier irgendwo was in den Dingern, was. Gut, locken wir hier mal einen zum Rand, um ihn dann zu versenken. Mit dem zweiten machen wir das genauso. Ups, ja, gut, das war jetzt nicht direkt so gewollt. Frag mich, können die mir auch mit ihren. Also, die sehen eigentlich mit ihren Hörnern relativ gefährlich aus. Können aber gar nichts. Tatsächlich muss man hier auch beide wieder fertig machen. Na, gehen wir mal zu der entspannten Musik einfach weiter und sind jetzt hier, leider muss man schon fast sagen, am Ende. Gut, dann da einmal, ach Gott, nicht oben ranspringen. Ja. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es schade ist, weil ich jetzt hier dachte, wir schließen das jetzt hier direkt mit 100% ab. Aber nein, wir müssen uns hier noch die Flagge einmal abholen. Irgendwann, später dann. Ja. Meinte ich ja auch, weiß nicht, ob ich das in einem der Parts gesagt habe, wo der Ton verschwunden ist, dass ich die Runde dann am besten einfach mit dem Cat-Suit mache. Weil ich meine, das ist ja wirklich easy, da krabbeln die ja von alleine immer ganz an die Spitze. Deswegen ist es so auf alle Fälle ganz angenehm. Gut. Machen wir zuerst das Level. Hier springt man scheinbar an Gitter und so. Eine Floßfahrt im Dschungel. Zufällig. Nein. Ah, hab ich zu spät gedrückt. Gut. Musik ist cool. Ah, und das Floß, das ging einfach ohne, oder wäre auch einfach ohne uns losgegangen. Das finde ich ja frech hier, ja. Gut, hier gibt's nichts. Hab ich mich nochmal schnell vergewissert. Ah. Muss man hier ja echt überall nachgucken. Ah Gott, das ist. Man sieht es vielleicht am Schatten so ein bisschen, wo was ist und wo nichts ist. Gut, den lästigen Gesellen machen wir mal kurz down. Damit er uns. Nein! Oh Gott, das war knapp. Alter, Falter. Das war so eben gerade natürlich nicht gedacht, ne? Gut, wir wurden zwar jetzt hier zweimal getroffen. Aber dadurch. Ach komm. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Auf alle Fälle noch eine Feuerblume verschwenden, wie es aussieht. Ja, gut. Hier passen wir es mal so ab, dass wir den Stern hier mitnehmen. Und das ist sogar der erste. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es oben einfach so eine Art gemütlicherer Gang. Und wir haben die Halbzeit geschafft. Aber würde mich echt mal interessieren, was es da oben noch gibt. Ist das Level eigentlich gemütliche Floßfahrt? Oder? Also, weil dadurch, dass man hier echt ziemlich unter Zeitdruck ist, finde ich die so gar nicht gemütlich. Man hat ja hier nie Zeit, sich mal auszuruhen. Frechen Entwickler hier. Gut. Ah, super. Eine Katzen. Ein Katzenkostüm noch. Für. Ja. Für später. Ne, nicht für später. Aber wir haben jetzt auf alle Fälle wieder eine Feuerblume später. Ah, und was gibt's hier noch drin? Ach, ist ja witzig, ich hab dir gesehen, der hat das gerade mit den Hinterpfoten gemacht. Gar nicht wie eigentlich einfach gegengehüpft mit der Birne oder mit der Birne. Ganz edel und vorsichtig macht er das mit den Hinterpfoten. So. Eben Katzen-like. Sind ja auch zum Teil recht eigen. Oh, jetzt hier gibt es eine sehr schöne Abfahrt. Stellen wir uns schon mal richtig hin, dass wir hier Münzen einsammeln. Ich weiß ja nicht, wie schnell es jetzt hier runtergeht. Scheinbar nicht gut.
recht schnell. Doch, doch, auf alle Fälle schneller, als man es jetzt hätte denken können. Kutsch. Ja, nett. Dann geht's hier schon zum nächsten Abschnitt. Habe ich da jetzt, oder? Ne, zum Ende sogar schon. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier zwei Dinge noch verpasst habe, aber... Ich habe sie verpasst. Gut, oh Mann, da wollte ich jetzt... Da nehme ich lieber nochmal einen neuen Anlauf. Hä, wie soll man denn da oben so gut rankommen? Ah, okay. Ich weiß nicht, für wen da jetzt die Münzen ausgelegt werden oder waren. Ich weiß nicht, ob man mit Luigi auch einfach mit einem normalen Sprung da ran kann. Ich weiß gar nicht, ob es so auffällt, aber... Also ich weiß nicht, Luigis Katzenkostüm ist ja auf alle Fälle auch gepunktet. Weiß ich gar nicht, ob das bei allen anderen auch so ist. Ah, super. Ja, ich weiß gar nicht, was sagt die Zeit? Ich glaube, die Zeit sagt, dass wir durchaus Schluss machen können. Ja, gut, dann sehen wir uns im nächsten Part hier bei diesem Level. Das schalten wir erst beim nächsten Mal frei. Ja, man muss ja auch hier so einen Mini-Cliffhanger mal ausnahmsweise haben. Gut, dann bedanke ich mich soweit wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ja, YouTube benutzt, so wie man es vorgesehen hat bei YouTube. Und ja, natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, Let's Play irgendeine komische Welt, die sich hier drunter verbirgt. Also, bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao, ciao.